was ist denn hier los? Irgendwie ist gar nichts los. Jetzt ist was los. Hi, grüß dich, Soge, mein Lieber. Wie geht's dir, mein Lieber? Du, nix geht hier. Nee, irgendwie hat's gerade so ein bisschen gestockt mit der, mit dem Hucken von dem Video. Hoffe, bei dir ist alles gut. Alles gut und selbst, ja, bei mir auch. Ich kann mich nicht beklagen. Es ist zumindest bergfest, ja. Und ja, ich war eben noch ein bisschen Minecraft zocken auf unserem Community Server. Da gibt es den Freitag schon wieder ein kleines Update, wie weit wir da gekommen sind und so weiter. Gehe ich mal so ein bisschen rum, bei den einzelnen Leuten mal vorbeischauen. Ja, es läuft auf jeden Fall. Finde ich echt gut, dass das doch tatsächlich so einen guten Anklang gefunden hat in der Community. Und so viele dabei sind. So, das freut mich. Ansonsten, ja. Schauen wir jetzt mal, dass wir hier bei Secret of Mana auch mal wieder langsam weiterkommen. Ich muss mal gerade schauen, was wir jetzt zuletzt gemacht hatten. Bin gerade am Überlegen. Diesen Panikmeister besiegt, diesen Doppelbosskampf, das weiß ich wohl noch. Das weiß ich wohl noch. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder in diese Stadt hin. Oder warte mal. Ach stimmt, wir wollten ja jetzt zu diesem Bürgermeister hingehen. Genau. Jetzt habe ich es wieder. Jetzt sind wir wieder auf dem Stand. Wir können ja jetzt hier zu diesem Bürgermeister hingehen. Die Frage ist, haben wir jetzt alles? Vier Walnüsse. Bonbon, Schokolade. Honig habe ich im Moment leider keine Möglichkeit, ihn zu kaufen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal hin. Irgendwie schon richtig sass, wenn man hier schon die Waffen draußen hat, obwohl wir eigentlich nur mit dem quatschen wollen. Hi Huntero, grüß dich mein Lieber. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Wo sind die Rebellen? Das frage ich mich auch. Irgendwie gar hier gar nichts, ne? Wartet mal kurz. Meine Tochter fand es witzig, den Ventilator anzumachen. Bin gleich wieder da. So, jetzt aber. Also wenn das mit den Temperaturen so bleibt und es jetzt nicht wieder bullenwarm wird, können wir wahrscheinlich demnächst auch einmal wieder mit Cam streamen. Was für ein wundervoller Tag. Erst die Rebellen und jetzt auch noch der Mana-Ritter. Was? Halt! Mist! Hahaha! Ich wusste, dass das eine... Also war sowas von klar, dass das eine Falle ist, oder? Ich meine, kommt schon, Leute. Der Imperator hat uns reingelegt. Ich will hier raus. Direkt in den Knast, genau. Keine Gefängnisfreikarte.
Seid ihr endlich still? Ihr wollt wirklich raus? Ja. Oh. Vielen Dank, aber... Adios, amigos. Was? Haben die uns da jetzt... Oh. 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 Direkt zum Bosskampf geworfen. Witze. Schauen wir mal, was... Nein, du... Boah, 400 Damage, 400 Damage ist sehr effektiv. 400 Damage ist sehr effektiv. Kann die denn doch mal bitte aus der Ecke da rausgehen? Ganz ehrlich, die campt da die ganze Zeit in der Ecke. Der Klingenblock schaut, das ist immer so geil, ja, das stimmt. So, ciao. Das war mal ein schneller Bossfight. Das war mal ein schneller Bossfight, das gefällt mir. Oh nein, ich habe nicht weiter gegrindet, Soge. Ja, ich habe nicht weiter gegrindet. Und weiter geht's. Blauen Orb erhalten. Nice. Oh, was ist das denn? Hm. Hi. Kann ich mit dir sprechen? Ach, das kann uns da so rüberpurzeln. Warte mal. Bevor wir da jetzt rüber gehen, ist da oben noch was? Das würde ich gerne mal checken. Da ist eine Kiste. Hm. Dann gehen wir mal hier rüber. Aber zu der Kiste kommen wir jetzt noch nicht hin, wa? Ach doch, wir können aber da drauf geradeaus zulaufen. Perfekt. Hier was drin? Kiste, 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 Kiste. 1000 Goldmünzen. Sehr schön. Gut. Was sind das denn für Klatscher? Alter. Sehr schön. Mist. Okay, weg sind sie. Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir... Oh, wir haben die befreit. Sehr gut. Wir müssen schnell verschwinden, bevor sie mit Verstärkung kommen. Ja, dann geht bitte, Leute, geht. Was ist denn da? Oh, da kommt man nicht ran. Ich geh mal einfach mal. Ist verwirrt. Na dann. Gut, geht's jetzt hier weiter? Ja, geht's. Oh. Drachenritter. Grabscher aka Helmut, ist das so? Ist Helmut ein Grabscher? Weiß ich nicht, ich kann Helmut nicht so einschätzen.
muss sie nur auf Distanz halten, okay? Na dann. Okay, hier geht's hoch. Geht's da noch runter? Nein, da geht's aber rein. Drachenritter ist verwirrt. Oh Gott, wie viele kommen denn da noch? Alter, 150 Damage. Jetzt 84 Damage. Was ist denn los mit dem Typen, ey? Überlegen, ob das zu Sinn. Alter, was der an Schaden macht. Heftig. Geht's hier noch durch? Ne. Da oben was? Okay, auf jeden Fall geht's hier weiter. Da ist noch einer von diesen Irren. Da ging's raus. Wie einfach irgendwelche Spells gasen, obwohl ich nicht mal ansatzweise daneben bin. Hauptsache erstmal irgendwelche Spells rausknallen. Hey Sita, grüß dich mein Lieber. Schön, dass du reinschaust. Wir haben jetzt einfach mal Spells. Diese Ninjas, die tun weh, Alter. Und nice, wir haben Level Up. Das gefällt mir. Was ist das Buch denn da? Das ist ein Gegner. Ich dachte, das wäre irgendein Buch zum Lesen. Ausnahmsweise. Kann es sein, dass es entweder übelst die hohe Evasion Rate hat oder ich einfach. Weiß ich nicht, ich hab's ja gerade eben einmal getroffen, irgendwie. Jetzt haben wir es wieder getroffen. So, du castest bitte. Nein, nicht auf den. Warum? Warum hat die denn das Target da hinten, ey? Was ist denn bitte Harzgas? Hölle ist Harzgas. Kann mir bitte einer den Spell Harzgas erklären? Ist das denn? Ja, ich hätte jetzt beinahe was gesagt, ey. Beinahe hätte ich was gesagt, ey. Geht's hier weiter? Nein. Was bringt mir das denn hier überhaupt hinzugehen? Gibt's hier wenigstens irgendwelchen Loot oder was? Vor allem, wo kommt er da rechts jetzt bitte her? Da sind wir doch lang gelaufen, da dürfte doch gar keiner mehr sein. Und warum hast du eine Maske auf?
dieser Ninja, ne? Okay, jedes Mal, wenn er stirbt, benutzt er Harzgas. Das ist irgendwie nervig. Ich. Das ist eine Plattform. Das ist ein Teleporter. Was, wo bin ich denn hier bitte gelandet, Alter? Alter, 224, what the fuck? Okay, wenn wir jetzt dahin gehen. Da können wir jetzt nicht hin. Das check ich gerade nicht. Okay. Jetzt hier weiter? Nein. Da? Nein. Diese Ninja, wenn die nicht so starken Damage machen würden, ne? Wahnsinn. Kann ich dadurch? Hä? Okay, die rechte. Auf der rechten Seite konnten wir uns rüber teleportieren. Peitsche erreicht Level 5. Ja, jetzt haben wir... Ich check das nicht. Ich weiß nur, dass sie richtig viel Schaden machen und ich hier nicht weiterkomme. Schaden. Ihr seid doch verrückt, ey. Sechsundsiebzig Schaden. Hier. Hey, Kiri, meine Liebe, grüße dich. Wie geht es dir? Ja, dann laufen wir jetzt erstmal hier weiter. Keine Ahnung, hier geht es anscheinend nicht weiter. Geht's hier noch weiter? Nö. Dann lassen wir jetzt die Ninja sein. Bei mir ist alles tiptop, danke der Nachfrage. Ach verdammt, ich bin da wieder reingelaufen. So, dann heilen wir jetzt nochmal einmal. Was ist denn, wenn wir jetzt hier rechts hochgehen? Wir sind eben links hochgegangen. Wir sind eben links hochgegangen. Was ist denn, wenn wir jetzt hier rechts hochgehen? Kein After Corona? Vielen lieben Dank, Soge.
Hier ist eine Sackgasse oder was? Nein, kommt schon. Hier ist echt eine Sackgasse? Aber wir haben auch die Waffen hier nicht draußen. Irgendwas... Hi, RNG Gaming. Grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja, Secret of Mana Gaming. Ganz genau, ganz genau. Und schieben wir mal den Otto vor uns her. Und dann gehen wir hier jetzt einfach weiter. Gut, gut, noch 4 Stunden auf... AE? Was ist AE? Ich weiß nicht, was AE Arbeit? Arbeit rumlungern? Aha. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine ruhige Restschicht oder wie auch immer, oder eine Restzeit. Okay, hier ist noch ein Knopf. Einzig... Okay, da geht das Tor mit auf. Gibt es jetzt hier noch einen Bossfight oder was? Das sind zwei Kisten. Deshalb ist er heute richtig tote Hose hier, okay? Ja, kommt drauf an, was du machst, deswegen... Ja, bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles gut, mein Lieber. Axtorb erhalten. Nice. Aber ich bin verwirrt. Muss man da jetzt tatsächlich links weiter oder was? Hier geht es nirgendwo anders weiter, richtig? Hier haben wir nur den roten Nippel, den wir treten können. Eigentlich ist das so ein richtig geiler Grindspot hier mit den drei Bullies. Die sind so langsam und ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte die pro Nase geben. Nein! Oh, da war gerade eine Kiste. Egal. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Machen wir den mal kaputt. Du musst anscheinend echt da vorher lang, aber ich habe keine Ahnung, wo es da weitergehen soll. Ich meine, ein Teleporter hat funktioniert, aber der andere hat uns irgendwie mal zurückgeworfen. Und das Einzige ist, so links da oben, davon war so eine Art Knopf oder sowas. Es sah so aus, als ob man da irgendwie was in der Wand drücken konnte, aber... Weiß ich ja nicht. War ja schon sehr weit hergeholt, die Theorie. Hier geht's nicht lang. Da kamen wir her. Also muss es ja jetzt hier weitergehen, oder what? Was ist denn hier? Geht's hier noch irgendwie? Da? Nein, das hatte ich eben schon gecheckt. Gut. Laufen wir einfach durch. Nein, wir müssen links lang. Ja, beinahe verkackt. Beinahe verkackt. So. Okay. Jetzt gehen wir da oben wieder rein. Geht's hier noch woanders lang? Nein. Eigentlich ist das Spiel bisher relativ straightforward gewesen. Der Dude spielt wieder Secret of Mana. Hey, Yukio. Grüß dich. Achso, wenn du gleich mal Zeit hast, könntest du für den RNG und den Yuki nochmal einen Shoutout rausschmeißen, Zoge. Das wäre nett von dir. Ich weiß, da war ein Buch, das ist korrekt. Ich habe gerade andere Sorge als das Easter Egg. Oh, wartet mal. Hier sind wir noch gar nicht lang gelaufen, oder? Halt, stopp. Oder? Nee. Wartet mal.
Nee, rechts war nur der Tisch. Also dieses Regalding, was uns nicht durchlässt. Wir mussten hier lang gehen. Danke, Soge. Ist das ein Clip ohne Ton? Oder hab ich nur das Rauschen? Liegt das an mir? Ich glaube nicht, oder? In der Instanz im Pausenbildschirm. Das ist wieder so ein richtiges Clipglück hier gewesen gerade, ja. Das ist irgendwas mit LOL auf jeden Fall. Das ist irgendwas mit LOL. Malphite kannte ich. Das war nur einer der ersten Urhelden. Oder war das nicht LOL? Da gab es auch einen Malphite. Aber mittlerweile bin ich da komplett raus, Leute. So, hier können wir nicht rüber. Hier sagt er, no, 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 du nichts passieren. Böse Falle? Was? Was über... Alter, ihr seid doch nicht ganz knusper, ey. In diesem Spiel mache ich keine Kisten mehr auf, ganz ehrlich. Kisten sind einfach nur Selbstmord in diesem Spiel. Ja, das ist schön. Darum mache ich keine Kisten mehr auf in dem Kackspiel. Muss man ausmissen, definitiv. So, hier können wir jetzt rüber teleportieren. Hier geht's nicht weiter. Jetzt haben wir da den Ninja Otto. Naja, ganz einfach, musst halt in deinem Twitch Control Center einfach die Clips rauslöschen, ne? Da sind die ja drin, ne? So. Hier ist so ein komischer Nippel. Und jetzt geht's hier nicht weiter. Müssen wir eine andere Waffe haben oder was? Warte mal, ich nehme mal jetzt den Flieh. So, ein Schwert? Darkring? Harpune? Habe ich jetzt durchgeglitscht oder was? Diese Kinder leben ja immer noch. Das ist meine Schuld, verzeiht mir allmächtiger Imperator. Na gut, dann vernichte sie jetzt und komm danach. Ich werde euch nicht enttäuschen. Oh, was? Nein, 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 mach mal hier nicht so eine Späße. Wo bist du denn, du Otto? Oh nein, der hat schon wieder so ein Robo-Raumschiff oder was?
bist du denn, Uli? Oh nein. Okay. Du nimmst jetzt erstmal eine Nuss. Chimp Alpha ist in der Wüste, kann gut sein. So, du machst das. Du machst das. 170 Damage macht Feuer. So, dann schauen wir mal, was Blitz macht. Oh! Danke! Danke für die 10 Bits! Wie viel ist er tot? Er ist tot. Oh, das war ja ein langweiliger Fight, ey. Er hat nur 3 Spells ausgehalten gefühlt. Und weiter geht's. Ja. Danke. Mehr Orb erhalten. Sehr schön. Oh oh. Ich werde hier alles abfackeln. Wir sind erledigt. Oh ja, jetzt kommt doch der Moment, wo wir die Map, also die World Map anlocken, oder? Hört ihr das? Hallo? Ist das Pfifferling? Gerade noch rechtzeitig, oder? Wie ich hierher gekommen bin? Ja, Lufti natürlich. Er ist schnell gewachsen und konnte plötzlich fliegen. Da bin ich einfach auf seinen Rücken gesprungen und losgeflogen. Ja, das macht man halt so, ne? Er ist witzig. Es ist witzig, aber Lufti hält euch tatsächlich für seine Eltern. Diese Trommel ist übrigens sein Lieblingsspielzeug. Nehmt sie. Ihr könnt ihn damit zu euch rufen. Mich jetzt bitte zurück ins Trüffeldorf im Südwesten von hier. Im Südwesten hat er gesagt, da. Was ist das hier? Das ist die Kanone. Das sieht eher nicht so gut aus. Gibt's hier irgendwo eine Map? Was ist denn hier? Ah, okay. Das ist schon immer so geil, wenn du die NLS-Module aus der Bibliothek geholt hast und dann hattest du halt noch die Speicherstände vom Vorgänger drauf. Stimmt, stimmt. Stimmt. So, jetzt haben wir doch die Kacktrommel hier, oder? Da. Ah, jetzt nochmal dieses Mistdorf, ey. Ich hab. Das ist die Wüste, ne? Das ist die Oase. Wo ist denn dieses scheiß Pilzdorf hier? Das sieht nicht nach Pilzen aus. Ich habe gar keine, ich habe absolut null Orientierung, wo hier was auf der Karte sein soll. Im Wald? Hier ist so viel Wald.
Echt? Nice! Okay. Jetzt muss ich rekapitulieren. Hier ist erstmal Wald. Ist das hier für Jahreszeiten Wald? Ach, das ist das Quelldorf. Falsch. Oh. Okay. Ich habe absolut null Orientierung, wo hier was ist. Oh. Okay. Jetzt erstmal im Wald. Wald ist schon mal gar nicht so schlecht. Da. Das ist die Kanone. Nee. Hier? Das ist eine Burg. Da? Okay. Ah, sehr gut. Genau da. Perfekt. So, Otto. Wie gefällt es euch, auf Lufti zu fliegen? Ja, super. Wenn ihr euch verflogen habt, schaut einfach auf die Karte. Ja, das habe ich festgestellt. Danke. Glück Start für die Karte. Oder L und R. Wenn ihr andere Karten sehen wollt. Oh, andere Karten? Muss ich gleich mal testen. Und jetzt solltet ihr zu den Schicksalsbergen. Die Schicksalsberge. Aber ich habe den Ring nicht dabei. Scheiße, müssen die Hobbits mitnehmen, Leute. Im Südwesten, also Südwesten, okay, ich merke Südwesten, besuche mich mal wieder. Alles klar, Südwesten, 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 Südwesten. Eigentlich wollte ich gerade noch was anderes schauen. Aber wenn ich jetzt nicht nach Südwesten fliege, werde ich da nie wieder hinfliegen, hinfinden. So, Südwesten. Southwest, da. So, ich schaue mir das jetzt einmal mal an. Also wird das hier sein oder was? Nein, doch, nein, keine Ahnung. Bist du der Schicksalsberg? Warum können die nicht hoch sein, die Berge? Warum ist das alles so flache Pampe? Was bist du denn da? Ich gehe mal hier hin, guck, was das ist. Lass mich da runter. Okay, aber eigentlich... Warte mal. Aber ich wollte noch was anderes schauen. Ich hab ja zur Not mein Navi hier im Chat. Ich hab euch ja. Und gerade noch was schauen. Warte mal, das war irgend... Nein. Da. Hinter mir ist das. Es ist hinter mir. So. Nein. Hier irgendwo im Wasser. Da. Die Insel. Die wollte ich mir anschauen. Und dann trinke ich jetzt erstmal was. Hallo, ich will da hin. Immerhin ist die Mucke wieder gut. Hier links abbiegen, nach 100 Meter rechts abbiegen und auf A8 dann nach 5 Kilometer der Fahrbahn folgen. Perfekt. Solange das nicht sagt, ich soll auf der Autobahn wenden, ist eigentlich alles gut. Ah. Was haben wir denn? Hier ist hier jemand zu Hause? Hallo? Mal aus dem Weg, bitte. Ja, was ist denn? Wie bist du hierher gekommen? Geflogen? Ja, no shit. Natürlich bin ich hier hingeflogen. So. Oh, der verkauft was. Oh, diese Langeweile. Auf dieser Insel gibt es nichts außer vielleicht diesem Dingelchen. Oh, ist das das Dingelchen? Also das Dingelchen, was ich brauche? Sag bloß, du möchtest so ein Dingelchen haben. Echt? Hast du... Hab das Dingelchen erhalten? Nein, ernsthaft? Nice. Juhu, ein Dingelchen. Okay, sonst hast du nichts zu verkaufen. Ich habe gehofft, ich kann mir irgendwie... Der Dude hat tatsächlich gefunden. Ja. Hi. Sie.
Lieber lebe ich hier am arm und glücklich als... Was? Als was? Als was? Und du? Ich habe das Imperium verlassen, weil es mir dort nicht mehr gefiel. Okay, coole Sache. Ich habe jetzt echt gehofft, ich könnte mir hier irgendwo Waffen oder sowas kaufen. Hallo, jemand zu Hause? Die werden mir bestimmt auch keine Waffen verkaufen. Wir haben geheiratet? Was? Seid ihr denn ein bisschen früh? Ran? Okay. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist noch eine Hütte. Hallo? Junger Mann? Auf dieser Insel absolut nichts los? Ja, das habe ich festgestellt. Wo ist denn die andere Karte hin? Ist sie jetzt raus? Da! Hi! Ist das öde hier? Ja, ich merke schon. Okay. Ich habe das Dingelchen. Damit muss ich doch, glaube ich, zurück in die Wüste, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ich meine nach El Oasis. Warte mal, jetzt machen wir mal hier Klimbim. Klar, so, dann schauen wir mal. Hier schaut schon mal auf jeden Fall richtig wüstenmäßig aus. Hallo, ist hier irgendwo eine... Da will ich hin. So, brauchst du das Dingelchen? Salam alaikum, alaikum salam, in LOL Oasis. Nee, du brauchst jetzt das Dingelchen nicht. Hast du das mit dem Dingelchen hier? Was soll das sein? König Omar? Ein Dingelchen! Beim Barte des Propheten, du hast ein Dingelchen mitgebracht. Ah, und jetzt? Oh! Wasser! Wir haben endlich Wasser! Endlich! Zum Dank schenke ich dir diesen kostbaren Gürtel. Zapplergürtel erhalten? Aha. Okay. Aber Berti war ja hier auch. Da können wir erstmal ein paar Waffen upgraden lassen. Ne? Berti war doch hier oben rechts irgendwo, oder? Da. So, wir haben das upgraden wir jetzt mal. Das upgraden. Ach, geil, Peitschenorb. Nice. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Oh, was ist denn bitte eine Schorfpeitsche, ey? Warum haben die so eklige Namen? Insektenbeil. Dämonenschwert. Das ist cool. Brandelten. Ja, ja. Dämonenspeer. Metallbogen. War Schorfpeitsche. Naja. Stimmt. Wir hatten. Verkaufst du was? Ohne Mana? Nee. Du verkaufst doch hier was, oder? Hier wieder Wasser. Endlich kann ich aus... was? Endlich kann ich duschen? Hat dir doch irgendeiner was verkauft. Hast du das verkauft? Ja, genau. Wollen wir eine Nuss kaufen? Das... Oh. Kriegen wir die gerade rabattiert? Die kosten nur 500 Gold. Sonst sind die doch... 1000 Gold gewesen. Nee, danke. Ja, auf Wiedersehen. Achso, hier haben wir noch diesen Zapplergürtel. Beim Kater kosten die immer mehr. Ha, stimmt ja, weil er der Gauner-Kater ist, ne? I wanna buy these nuts. Richtig. Kleidung. Nein. Kleidung muss ich anklicken. Hm. Hä? Achso, das ist kein Gear. Was ist denn der Zapplergürtel? Was kannst du denn? Ruffy verkauft alles für den doppelten Preis.
Will ich das machen? Will ich das machen? Ich glaube, ich speichere vorher ab, bevor ich das mache. Ich speichere alles aber einmal ab, hier. Nicht, dass ich mich in so einen hässlichen Zappler verwandle, und nichts mehr kann. Glatt 65.000 Münzen. Okay. Mensch, bist ja nun, glaube ich, so weit wie ich auch im Moment bin. Einzige, was ich noch gemacht habe, ist die Goldfestung. Oh, das sagt mir gerade gar nichts mehr. Wie gesagt, Secret of Mana ist schon sehr lange her, dass ich das mal wieder gespielt habe. Also Secret of Evermore kenne ich fast auswendig. Aber Secret of Mana ist schon wieder länger her. So, was können wir denn jetzt noch machen? Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas auf der Karte finden, wo ich noch hingehen kann. Ich schaue mich mal auf die Karte, auf der Karte um. So. Also primär schaue ich erstmal nach Inseln. Das ist das da oben, dieser Schicksalsberg? Warte mal, ich gehe mal. Alter, die Karte ist so pain, ey. Da erkennt man ja gar nichts drauf. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der. Entweder ist es der Nordpol? Oder ist es der Schicksalsberg? Wobei ich mir darunter eigentlich eher einen Vulkan vorstelle. Das ist der Vulkan, okay. Was ist das denn hier? Halt, stopp! Was bist du denn? Kann ich hier nicht landen? Kann ich direkt auf der Hütte landen? Kann ich. Irgendein Tempel zu sein. Wahrscheinlich sagte, du kommst ja nicht rein. Schauen wir mal. Nein, ernsthaft, ich darf jetzt einmal im Kreis laufen. Oh Gott, ernst. Ach Leute, wer hat denn so ein Design gemacht, Mann? Jetzt darf ich ernsthaft im Kreis laufen. Klopf. Wir müssen wieder. Was? Da. Irgendwas drückt uns weg. Aha. Weichkekse. Gut, dann halt nicht. Wie gesagt, bei Secret of Mana weiß ich halt nur noch so Bruchstücke. Was ist das denn? Hier ist nichts. Ich schaue jetzt erstmal primär nach Sachen im Meer. Was ist denn das da oben rechts? Das sieht doch noch gar nicht so schlecht aus. Also hier irgendwie in die Richtung. Das hier. Sieht doch mal interessant aus. Rein da. Die Musik ist wieder toll. Ach, das ist die Goldinsel. Jau. Gleich gesehen. Das ist quasi Soges Hauptstadt hier, ja. Der Goldinsel, da kann man sich halt gut gehen lassen. Feuerring, Aura-Ring. Alter, 30.000 Goldmünzen für eine Dämonenweste? Holy shit. Da muss ich ja noch Geld barbern, das kann ich mir nicht mal leisten. Tulpenjacke, 21.000. Aber. Heldenkappe, Drachenhelm. Pickelhaube.
heißt, ich muss erstmal Geld grinden. Also auf jeden Fall kaufe ich erstmal eine Dämonenweste. Und zwei Feuerringe. Drei Feuerringe. Was haben wir denn hier? Entenkappe. Drachenhelm. Gut, ich will jetzt nicht mich komplett blank machen. Ich will mich jetzt nicht komplett blank machen. Ich will jetzt erstmal... Nee, du anlegen, mein Freund. Alter, mehr als doppelt so viel Death. Holy shit, okay. Das ist wild. Das ist verrückt. Ah ne, so. Und ne, sie muss auch noch das anziehen. Ich habe das Equipiter nötig, ist das so? So, dann verkaufen wir jetzt erstmal hier Quatsch. Nee. Genau, die Goldstadt habe ich gerade gefunden. Nee, ich muss erstmal Geld farmen. Du bist viel zu teuer, ey. So. Dann ruhen wir uns hier einmal aus. Hätten das kostet jetzt einfach mal so 1000 Gold oder sowas? Ja, in Soges Hauptstadt kostet einfach selbst das Übernachten immer mal so viel Geld. Selbst die Betten sind aus Gold. Hi, Amoya. Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Oh. Dankeschön. Für den Follow. Danke. Hey. Wie geht's dir? So, genau, speichern wollten wir. Hm. Ja gut, soweit. Sehr schön, das freut mich. Ja Mensch. Du bist also auch ein Secret of Mana Fan. Gehe ich mal ganz stark von aus. So. Ein bisschen vermisse ich das halt hier einfach, dass man halt irgendwo in irgendwelche Gebäude reingeht und irgendwelche sind das Zwillinge? Die sehen irgendwie komplett gleich aus. Dass man halt in irgendwelche Gebäude reingehen kann und irgendwas looten kann. Oh, ist das der König? Hallo. König Midas. Oh nein. Überhaupt nicht klischeehaft. Hab Urlaub, aber ist bald vorbei. Oh, ja. Diese Woche dann noch, oder was? Wenn du sagst, bald vorbei, naja, dann hast du ja zum Glück noch ein, zwei, drei Tage. Kannst es ja langsam ausklingen lassen, Mensch. Ihr habt nicht etwas... Was? Ihr habt nicht etwas Gold für mich? Jeden Tag genießen? Auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Jeden Tag genießen. König Midas hat Mana dazu missbraucht, sich diese Goldinsel zu erschaffen. Das Lustige ist, zu der Zeit wusste ich nicht mal, wer König Midas war. Echt? Stimmt. Stimmt. Ich glaube, ich habe tatsächlich erst rausgefunden, wer König Midas ist, wie ich Tomb Raider gespielt hatte. Also Tomb Raider 1, da gab es ja auch die Hand von Midas. Ich glaube, da habe ich tatsächlich erst rausgefunden, wer König Midas war.
Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, Leute. Aber das war ja auch so ein geiles Easter Egg, wie man sich dann einfach Lara zu Gold werden lassen konnte. Richtig cool. Okay. Meinst du jetzt Tomb Raider 1 oder was? Ja, Tomb Raider ist auf jeden Fall... Ja, wie gesagt, Tomb Raider gehört für mich einfach dazu. Da hatten wir ja auch alle Teile von dem Stream gespielt, außer Dark Angel. Dark Angel ist halt ultra Mist. Das tue ich mir nicht wieder an. Wie es rauskam, hatte ich es mal gespielt gehabt, hatte ich es mir halt ausgeliehen und gespielt gehabt. Aber nee, das war gar nichts für mich mit diesem Ausdauersystem und was sie sich da alles haben einfallen lassen. Ich glaube, das letzte klassische, was gut war, war, glaube ich, Chroniken oder Underworld. Eins von beiden. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches war. Was macht er denn da an der Mauer? Okay. Geht's hier noch weiter? Oh, ein Palast. Verschlossen. Jetzt verschlossen, das ist ja nicht so fein. Ja, erstmal ein Schlückchen trinken, das ist wichtig. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall können wir jetzt mal langlaufen. Ist hier irgend noch jemand? Hallo? Den alten Menschen habe ich da eben oben gesehen. Oh, der ist... Sind wir jetzt einfach... Da ist einer. Hallo? Hallo Sie? König Midas hat den Palast am Stadtrand verschlossen, doch dann sein Spion aus Asnika den Schlüssel gestohlen. Den Spion hat man zwar gefasst, aber den Schlüssel hat man leider nicht mehr gefunden. Asnika? War das nicht diese imperiale Stadt? Es war doch diese imperiale Stadt, oder nicht? Wollte jetzt nochmal mit diesem einen Typen, der da unten ist, sprechen. Irgendwie scheint hier alles super, super suspekt zu sein. Der hier, mit dem will ich noch sprechen. Oh, da unten ist das Waffenzeichen. Heißt das, dass wahrscheinlich nur das Berti da drin ist, wahrscheinlich. Was ist mit dir denn? Hi. Willkommen in der goldenen Stadt des Imperiums. Aha. Was weiß die... Hat die so einen Schlafmantel an? Okay. Die ganze Insel besteht aus hochkarätigem Gold. Na dann, so. Hier? Oder geht's hier raus? Nee, da geht's raus, wa? Aha. So, gehen wir mal hier rein. Ja, natürlich war Berti hier drinnen. Das hätte ich auch anderes erwartet. Du. Wenn ich bloß wüsste, wo König Midas all das Gold her hat. Hier noch was? Hier geht's auf jeden Fall hoch. Ah, okay. Das ist das Gebäude. Alles klar, verstehe. Das hat einfach mehrere Eingänge gecheckt. Gut, dann... warte mal. Die Peitsche sieht jetzt aus wie so ein Morgenstern. Richtig cool. Dann gehen wir jetzt mal zurück zum Imperium, wenn ich das jemals wiederfinde. Leute. Oh. Okay. Ich try mich einfach mal durch. Try mich mal durch.
Das war das Pilzdorf. Das haben wir ja schon gesehen. Wüste ist auf jeden Fall nicht das Imperium. Nein, es muss ja irgendwie... Nein. Nein. Ja. 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 Kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich im Norden oder im Süden lande? Okay, ich bin falsch. Oder? Taft. Das sah aus wie diese Nord- und Südstadt. Oder bin ich jetzt ganz doof? Was ist denn hier? Das ist der Tempel oder was? Der Tempel? Okay, das ist beides das gleiche. Okay. Also ist es hier nicht. Ich bin so lost. Okay. Was ist das denn? Okay, verstehe. Nein, die Trommel ist hier zu leise. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt darf ich hier aus dem Wald rauslaufen. Ist sie hier? Ach, sehr gut. Wie ich halt auch einfach gar keinen Bezug dazu habe, welche Stadt wo liegt, ne? Was bist du denn? Hallo? Und seit kein Zutritt? Na, pff, kommen wir später wieder. Hab ich mich nicht so? So. Was ist da denn eigentlich? Haben wir da schon mal? Hier landen? Schade. Was hier eigentlich nochmal? Ach, das war die Oase. Das sieht nicht danach aus. Was ist denn da rechts? Nee, da waren wir ja eben. Okay, das ist auf jeden Fall dieses Dorf, genau, das ist das Dorf, dann sind ja hier dieser Elfenteich,
Warum gibt es hier nicht irgendwelche Sachen auf der Karte mit Namen eingezeichnet, die man schon mal besucht hatte oder sowas? Das würde unmenschlich helfen. Wir sind das da im Norden. Das komische Dorf, wo wir das Dingelchen her haben. Hab keine Ahnung mehr, wo diese Rebellenstadt war. Was ist das denn hier? Zumindest haben wir sie jetzt gefunden. Ja, jetzt müssen wir hier in dieser Stadt den Spion finden, oder was? So habe ich das verstanden. Sind wir jetzt hier in der Nordstadt oder in der Südstadt? Das würde ich... Kann ich das hier irgendwie sehen? Muss ich die... Alter. Das wollte ich jetzt nicht, aber vielleicht kann ich es so rausfinden. Das ist der... Das ist das Anwesen. Was ist denn diese Disco-Kugel da? Hier kann ich nicht hin. Hi. Wir kommen in der Nordstadt. Okay. Wir sind in der Nordstadt. Ich wollte eigentlich in die Südstadt hin. Wie kommen wir denn zur Südstadt? Das da? Das ist der Tempel. Wo ist denn hier die Südstadt? Das... Irgendwas? Kann ich hier einfach landen? Okay, das ist das Gleiche. Gut, dann werde ich jetzt mal ganz kurz, ich bin mal ganz kurz weg, meine Lieben. Ein paar Clips und ich bin gleich wieder da, meine Lieben. Spiel.
Alter, das Geschütz ist schwer zu treffen. Brandon, that bet I... Nein, nein, nein! Oh. Okay. Freddy ist jetzt auch wieder dabei. Jess offered me a hit of a bomb this morning. Hits from the bomb. Okay. Das ist die beschissene Hölle. Scheiße. There are handprints. Ich weiß, danke Sherlock. Danke Captain Obvious. The handprints stopped. He studied. Aber unser Skill ist doch richtig schlecht mit der Waffe. Diesen Raum vor durchzuschlagen, versuchen wir uns mal dahin durchzuschlagen. Nein, 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 nein! Nein! Ach Mann! Das ist die beschissene Hölle. Oh, sorry. So. Danke. Der tut dir erstmal vor. Nein, geht da nicht. Geht da nicht, alles gut. Aber trinken, 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 trinken ist gut. Oh. So. Aber wie komme ich denn jetzt in die Südstadt? Ich meine, ich könnte durch die Kanalisation gehen. Da wüsste ich, dass ich da ganz sicher hinkomme. Aber ich muss doch da irgendwie auch hinfliegen können, oder nicht? Irgendwie muss ich doch da hinfliegen können. Das geht ja nicht, dass ich da nicht hinfliegen kann.
Ist hier irgendwo... Ist die Nordstadt. Die Südstadt kann ja jetzt nicht so weit weg sein, weil wir ja durch die Kanalisation dahin gelaufen sind, oder nicht? Was ist das denn? Nein, das ist... Doch. Die Kanalisation ist Monster, die geben... Ja, das kann ich immer noch machen. Aber das ist doch jetzt die Südstadt, oder? Südstadt, genau. Okay. Jetzt müssen wir einfach mal mit den Leuten quatschen. Sie haben einen Mann eingesperrt, weil er den Schlüssel zur Goldfestung gestohlen hat. Hier, ich habe den Schlüssel bei seinen Sachen gefunden. Aber was soll ich mit dem Schlüssel? Ich glaube, ihr könnt ihn besser... Okay, das ging einfach. Das ging einfach, als ich gedacht habe. Ich hätte jetzt gedacht, ich müsste jetzt erstmal mit den ganzen Leuten sprechen. Aber ja, okay. Sehr gut. Gut, dann können wir jetzt wieder zur Goldstadt. Ein Schlüsselschwert erhalten, quasi. Muss ich nur die Goldstadt wiederfinden. Ist das da rechts unten, wa? Hier, da ist sie. Gib mir mal eine Sekunde. Okay, war doch. Ach, die Katzen hätten was umgeworfen. Na. Du kennt das ja mit den Katzen, ja. Gut, das heißt, wir können jetzt da oben das Ding aufsperren. Schlüsselschwert sind wir hier bei Kingdom Hearts. Ja. Nein, verdammt. Wir müssen hier runtergehen. So. Alles klar. Oh, das ist ja süß. Rote Kätzchen. Die machen Damage in den Truck. 91 Damage. Ich glaube, wir sollten hier, bevor wir das machen, erstmal Gear für alle haben. Okay, sie ist tot. Easy. Das hat ja schon mal gut geklappt. Pflanzenorb erhalten. Ja, immerhin. Oh nein, heißen schon wieder diese Ninjas. War letztes Mal schon so eklig und die werden wahrscheinlich nicht besser sein. Muss mal schauen, wo ich jetzt im Moment am besten grinde, ey. War schon noch eine Truhe? Okay, es hat nur viel Damage gemacht. Nein, die fasse ich jetzt nicht an. Nein, 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 nein. Ich fasse die scheiß Kiste jetzt nicht an. Ich hab Bock, da wieder irgendwie eine Todesfalle auszulösen oder sowas. Die einen Schaden machen. Nicht normal. Aber immerhin kriegen die auch guten. Da ist ein Orb drin. Schokolade ist zu viel. Aber ich meine, den Orb habe ich doch schon geholt gehabt.
Pflanzenorb habe ich doch eben schon erhalten. Wie doof ist das denn? Das habe ich jetzt zweimal gelesen, den Text. Ach, da liegen zwei. Gerade bin ich doch nicht bescheuert. Wahrscheinlich nicht. Da machen die einen Schaden hier. Oh shit. Nein. Au Gott. Okay, ich bin sowas von am Arsch. Alter, ich bin sowas von am Arsch. Okay. Macht das Ding nur. Okay. Machen wir mal Blitz. Hey Tiki, mein Lieber. Schön, dass du reinschaust. Ach, dachte, das ist Damage nur. Okay. That's bad. That's really bad. Toilettenwasser. Ah, okay. Irgendwie dazu. Holy shit. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte er hat, aber das ist gerade richtig schlecht hier. Du benutzt eine Schoki. Mona, grüß dich, meine Liebe. Den Damage abwarten, dass sie wieder auf die Beine kommen. Du hast auf 14 MP. Kann Kisari bitte irgendwann mal wieder aufstehen? Das wäre nett. So, du machst jetzt erstmal Schutzaura. Weiß ich nicht. Ich meine, ich hatte gerade nicht wie wesentlich mehr Damage gesehen, aber ich kann es gerne noch mal testen. Ja, auch 40 Damage. So viel. Oder mache ich das Juwelendings? Dann musst du jetzt gerade einmal heilen. Ich weiß es auch nicht mehr. Weißt du, dass ich gerade, glaube, eine Attacke mit dem Alf... Alter, jetzt kommt der Feuerkack. 151 Damage. Okay, das ist noch okay. So macht man Schaden, ganz genau. Ich mache das komplett falsch. Was macht der Zaplanova? Das klingt gar nicht gut. So, du nimmst ja auf jeden Fall erstmal eine Walnuss. Und du... Da oben hilft, glaube ich, nur Bogen, oder? Wahrscheinlich hilft da oben nur Bogen. Die Magical Fails. Grüß dich, meine Liebe. Warte, nehmen wir mal...
Aber Boomerang ist so schwach. Ist er tot? Nein, ist er nicht. Das ist nur der Spell. Das wäre zu einfach, wenn er jetzt schon tot wäre. Du nimmst dir eine Nuss. Der Boomerang, genau. So, Kiri muss auf jeden Fall gleich erstmal was nehmen. Du nimmst jetzt erstmal eine Walnuss. So, dann... Machst du... was machen wir denn Schönes? Wir machen Turboantrieb. Und du machst Lavawelle. Okay, das macht einfach keinen Schaden. Du nimmst einfach mal einen Bonbon, das reicht dir erstmal vom Heal. Keine Ahnung, wie viel HP der Otto noch hat. Okay, das war schon mal okay. Einfach jetzt noch drauf casten. Schauen wir mal, was das Blitzding kann. Macht alles nicht so viel Schaden, ne? Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal einen Bonbon. Nein, du. Du nimmst jetzt erstmal einen Bonbon und gibst das Kisari. So langsam eskaliert der Typ da einfach nur noch. Langsam eskaliert der Typ einfach nur noch. Tja, was ja aber auch an Schaden rausfeuert, ey. Kisari nimmt auf jeden Fall nochmal einen Bonbon. Kannst du auch ihr geben. Dann kannst du nochmal casten. Du hast kein Target. Hast du jetzt ein Target? Jetzt hast du ein Target. Perfekt. Auf mich ist das nicht ganz so schlimm. Ich habe ein paar HP mehr. Und du musst dir jetzt erstmal nochmal eine Walnuss reinsnacken. Okay, die Punkte sind da. Säureblasen, das klingt irgendwie blöd. Haben wir noch einen Bonbon? Gut, dass wir das gemacht haben gerade. Warte mal. Du
Nein, du heilst einmal. Du machst jetzt noch mal dieses Juwelenzeug. 100 Damage. Okay, das macht gar keinen Schaden. Das hat zumindest über 100 Damage gemacht. Ja, richtig nice. Ein Damage. Danke. Okay, der Blitz, der macht zumindest 100 Schaden. So. Dann machst du einen... Okay, Schoki ist eigentlich zu früh, aber... Die hat halt so wenig Lebenspunkte, das ist das Problem. 162... Alter... So, du machst Blitzdings. Und du machst Schoki. Oh, ist er tot? Ist er tot? Ist er nicht tot? Nein, ist er nicht tot. Ich bin schon zu früh gefreut. Ich dachte, Alter, er ist tot. Aber er ist nicht tot. Das ist der Boss-Troll. Ernsthaft? Nice. Wie schön gebaitet wurde hier vom Boss, ey. Wie ich einfach vom Boss gebaitet wurde. Da ging es auch damals so, ja endlich, und da ging es weiter. Herrlich. So, du holst dir jetzt die letzte Walnuss. Alter! Okay. Du nimmst den Schoki, bei den anderen ist es vorbei. Das ist nicht ganz so tragisch erstmal. So, du zauberst Blitz. Du zauberst Blitz. Wir zaubern jetzt mit der ganzen Mana, die wir haben, einfach nur noch Blitz. Ist er jetzt tot? Wenn er das nochmal macht, dann bringe ich ihn um. Dankeschön. Alter, das war aber auch ein richtiger Knopper, ey. Und weiter geht's. Sehr schön. Der Boomerang Orb. Wo geht's denn jetzt hin? Wahrscheinlich wieder Doppelboss kommt jetzt ein. Oh. Doppelboss, ja. Das wär's. Ist Orb erhalten. Okay, hier geht's nach Süden. Geht's da auch raus? Nein. Die nicht mal gesehen. Wo kommen die? Wo kommen die her? Alter! Nee, nee, nee. So nicht. So nicht. Nein, 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 nein. Ja. Ottos. Ich muss erstmal die Kackpeitsche ausziehen. Den scheiß Bumerang ausziehen. Ich muss meine Peitsche haben. Hier. So. Die kann ich, weil sie castet. Jetzt. Die einen Schaden kassieren. Hoffe, das hat wenigstens nun erstmal abwarten. Let's go. Ja. 69 Damage. Nice. Alter, wie einfach dodge der Wolf. Wahnsinn. Und wieder. Da sind die Helmuten alt.
Nein, 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 nein. Du machst hier keinen Quatsch. Du machst hier keinen Quatsch. So. Ihr seid doch. Jetzt habe ich so gut. Typen noch töten oder was? Aber der kriegt immer ein Damage. Der kriegt viel Damage davon. Der kriegt viel Damage davon. What the f. Au! Das ist ein bisschen schade, dass sie, wenn die reviven, nicht mit Mana wieder reviven. Okay, du hast keine Mana mehr. Okay, das brauche ich eventuell zum Healen. Alter, macht der Damage. Aber er kann nur nach rechts und links angreifen anscheinend. Okay. Wie sie einfach nur dumm rumstehen, bis ich wieder... Okay. Das ist bad. Das ist richtig bad. Wie sie einfach nur rumstehen, bis ich was mache. Herrlich. Okay, ich bin am Arsch. Damage. Die Feuer macht ihm einfach gar keinen Schaden. Wie sie auch einfach davor rumcampen. Geht doch bitte von ihm weg. Okay. Gut, das heißt, ich darf das nochmal laden. Und wie er einfach blockt die ganze Zeit. Wahnsinn. Und ich habe keinen Revive-Dings mehr. Und wie ich einfach nicht treffe. Das ist das Dümmste. Wie ich 500 Damage? Yo. Okay. Das heißt, ich muss nach dem Tiger... einfach erstmal raus und dann den zweiten Boss nochmal machen. Hätte ich mal gespeichert dazwischen, wa? Habe ich überhaupt einen Spielstart da? Habe ich hier? Okay, das heißt... Ja, so schlimm ist es jetzt ja nicht. So schlimm ist es jetzt ja nicht. Oh nein, habe ich danach nicht gespeichert mit dem Kackschlüssel oder was? Habe ich nicht gespeichert? Doch, habe ich. Doch. Oder? Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Doch. Nein. Jetzt will ich das testen. Wenn das jetzt geht, dann ist das easy. Okay, das ist easy.
Okay, ich kann dazwischen einkaufen, dann ist es halb so wild. Muss man halt einfach nur wissen. Hattest du hier Ingenskirchen? Nein. Ach, ich muss oben links hin, ne? Ja, also. Ich hatte tatsächlich echt die KI von Secret of Mana besser in Erinnerung, wa? Aber ich. So, bin raus. Euch noch einen schönen Abend. Alles klar, wünsche ich dir auch, Amoya. Danke fürs Reinschauen, vielen Dank für den Follow und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und auf jeden Fall einen schönen Resturlaub, ha? Einen schönen Resturlaub wünsche ich dir. Stopp. Bevor wir das machen, machen wir jetzt das Allerwichtigste. Wir machen jetzt das Allerwichtigste und gehen erstmal schlafen. Gehen erstmal schlafen. Ich meine, so fies diese Doppel... Oh, hier wollte ich aber so ins Bett gehen. So fies diese Doppelbosse auch sind, solange man dazwischen rasten kann, ist eigentlich alles halb so wild. Solange man dazwischen rasten kann, ist halb so wild. Speichern, ja. Meine. Ich hätte jetzt auch wieder hinlaufen können, den Schlüssel holen können, den Tiger diesmal nur mit Blitz angreifen können. So, wir laufen jetzt hier. Ich hab schon wieder die blöde Peitsche nicht, ey. So. Das Aim ist halt auch gerade wieder absolute Königsklasse bei mir hier. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, das Spiel ist tatsächlich mehr designt worden, dass man halt das zu dritt im Koop spielen soll. Die KI ist halt sehr, 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 sehr schlecht. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Spiel so konzipiert wurde, dass man das tatsächlich im Koop spielen soll. Und ich muss meine Spells auf jeden Fall wieder grinden. Ich kann, glaube ich, mittlerweile auf Stufe 4 oder sowas hochgrinden. Oh, Alter, bitte, geht doch einfach vorbei. Geht einfach durch. Hätten wir das NES-CD-Addon bekommen, dann hätten wir so viel größeres... Stimmt. Stimmt, da war ja was. So, jetzt machen wir Sogosaurus. Sogoton kaputt hier. Muskel Otto. Ja, an sich hat das hat eine gute Größe, das stimmt. Hinrennt und sich da mir ihre Schelle abholt, ey. Damage, das ist doch krank.
Alter, 194 Damage. Boah. Danke. Und weiter geht's. Und Bogenorb erhalten. Ich bin tatsächlich kein so ein Freund. Und jetzt noch ein Boss. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich bin tatsächlich kein Freund von solchen Doppel... Ja, noch ein Boss. Doch nicht. Ich bin kein Freund von solchen Doppelbossen. Gerade damals ist das halt Ultrafrust. Laterna. Ich bin Laterna. Der König, der mich als Sklavin missbraucht. Was? Der König hat mich als Sklavin missbraucht. Er hat mich gezwungen, die ganze Insel in Gold zu verwandeln. Nehmt mich mit. Das Böse muss aufgehalten werden. Ja klar, kein Problem. Das machen wir doch gern. Oh, wir können doch immer eine Nuss anfassen. Dann haben wir schon wieder eine Nuss mehr. Hä? Laterna schließt sich an. Oh Gott, ich darf den Laterna erstmal leveln. Oh, wieder so viel zu tun. Die Kraft des Samens erhalten. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Nein. Das Böse! Das Böse! Wo haben wir das denn? Befinden, ne? 5 Stück haben wir. Genau, wir nehmen aus einer Menschenfreundlichkeit... Was? Wir nehmen aus reiner Menschenfreundlichkeit... Ja, das Ding in Gold verwandeln können. Ja, natürlich, Arcade. Ganz, ganz selbstlos, ja. Wie wir halt so sind, wissen wir ja. Ja. Gut, jetzt dürfen wir das magische Tau wahrscheinlich benutzen. Aber ich habe immer noch nicht diesen Gürtel benutzt. Was kann dieser Gürtel? So, ich benutze den Gürtel jetzt. Darf ich jetzt den Gürtel benutzen? So. Du bist gezappelt. Nein, Alter. Was? Okay. Dann schauen wir gleich mal, was Lufti für Spells kann. Lufti, Lampi, Laterna. Laterna kann nur sie? Okay. Lichtklinge. Energieschild. Ich glaube, Laser Inferno, das war dieser OP-Spell, oder? War Laser Inferno nicht dieser OP-Spell, den man später immer gespammt hatte? Jetzt noch mal schlafen, speichern und so weiter. Noch mal wieder unsere Vorräte auffüllen. Ja, danke schön. Die 200 Goldmünzen haben wir noch über hier. Die 200 Goldmünzen haben wir sicherlich über. Fall. Definitiv Spielzeit speichern. Gut, ich denke mal, diese Insel, die war ja irgendwie was Optionales, oder? Also die hat ja jetzt mit der Main Story, glaube ich, nichts zu tun gehabt, wenn ich mich jetzt richtig... Ich verabschiede mich auch erstmal. Muss nun hier ein bisschen was tun. Noch viel Erfolg und viel Spaß wünsche ich dir auch mal auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns, hören uns, lesen uns auf jeden Fall, mein Lieber. Vielen lieben Dank nochmal dafür, ja. So. Theoretisch müssen wir jetzt auf den Schicksalsberg. Praktisch müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Spells grinden. Yukio, bist du noch da? Ist das egal, an welchen Monstern man Spells benutzt? Oder... Gibt es einem stärkeren Monster mehr Spell Points, also diese AP für die Spells? Ist eigentlich nur, ist es Benutzung, oder?
Es ist egal, ne? Ja. Ja. Da wollte ich tatsächlich hingehen. Da wollte ich tatsächlich hingehen. Genau. Ganz genau, da wollte ich hingehen. Jetzt muss ich nur erstmal den vier Jahreszeiten Wald finden. Ich denke mal, wahrscheinlich ist es ein Wald, ja? Aber wo der ist, das weiß ich gerade nicht. Das wäre schön, wenn man das zumindest so thematisch ein bisschen sehen könnte, so in vier Pizzastücke aufgeteilt, der Wald. Kein Bezug hier, wo was von wo und zu wem entfernt ist, ne? Was ist das denn eigentlich von der Insel? Halt, stopp, da gehe ich mal kurz gucken. Was bist du denn? Können wir hier auch nicht rein? Ist das auch wieder sowas? Ich habe letztens auch noch was gelernt. Jetzt sieht doch mal, die Waffen bekommen doch unterschiedliche XP, wenn man starke Monster besiegt, starke Monster. Ah, okay. Ich dachte immer, das sei genau gleich. Das hätte ich jetzt tatsächlich aber auch gedacht. Muss ich ehrlich sagen. Hätte ich tatsächlich aber auch gedacht. Oh, wer bist du denn? Hi, glatzköpfiger Mönch. Mönch. Ich bin Claude, der Leuchtturmwärter. Aha. Das Korallenriff im Nordosten ist der versunkene Kontinent. Doch schon bald werden die Kontinenten und die Mana-Festung auferstehen. Unsere Vorfahren haben wirklich wunderbare Arbeit geleistet. Danke für deine Story, mein Lieber. Danke. So, jetzt muss ich den scheiß vier Jahreszeitenwald finden, Leute. Wo ist der denn? Kann ich den irgendwie auf der Karte erkennen? Ich bin so komplett lost mit dieser Karte, ne? Weil ich... Es muss ja zumindest, obwohl, eine Insel wird es nicht sein. Da gehen wir mal schon mal von aus. Schon gefühlt zweimal über die Karte geflogen. Ich habe jetzt nichts gesehen, was jetzt optisch an den Vierjahresfaltenwald erinnert. Ganz ehrlich, ich fliege gleich zu dieser Kanone hin und lasse mich da hinschießen, wenn ich die Kanone nochmal finde. Oh, ist das schlecht, ey. Da, nein. Was ist das denn? Nein. Da ist die Kanone. So, ich lasse mich jetzt zum Wald hinschieben, Alter. Nee. Wo komme ich zum vier Jahreszeitenwald? Die Trommel ist hier zu leise? Alter. Das ist okay. Okay. Das ist verrückt.
Das hätte ich jetzt aber niemals erkannt. Oh, ich hasse Rätsel auch, ne? Ging das jetzt nicht hier irgendwo zum Vierjahreszeitenwald? War das nicht hier irgendwo? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Die Axttür. Wieder geht's nicht weiter. Bam. Oh nein, die hängen da oben fest. So, sehr schön. Na endlich. Zumindest bin ich jetzt schon mal da. Das war doch hier der alte Typ, oder? Nein. Also im Sommer-Dings. War der Typ nicht im Sommer, der alte Opa? Also da in diesem Dorf, oder nicht? Oh, krasse Rätselaura. Frühling? Frühling nur rechts oben. Okay, dann muss ich gar nicht nochmal... Ich bin ja... Wenn sie da mal nicht festhängen würde, wäre ich ja gleich da. Jetzt sind wir im Sommer. Hier? Du meinst doch jetzt bei... Warte mal, bin ich jetzt komplett verwirrt? Weiter hoch. Alles gut, ist in Ordnung. Das lässt sich ja beschleunigen. Zur Not, also. Das würde gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Laserzauber an Schaden macht. Okay.
Dann spammen wir auf jeden Fall mal ein paar Zauber. Ich muss mal schauen. War es jetzt gerade schon Level 4? Hat er gerade ein Level abgehabt? Warte mal. Ja, irgendwie habe ich mich, habe ich jetzt, glaube ich, irgendwas gelesen. Level. Tatsächlich, Elektra ist Level 4. Elektra ist Level 4. Die anderen sind auch schon relativ hoch. Also so viel. Ich weiß noch, dass die Blonde später super overpowered wurde. Ich weiß noch nicht mehr, ab wann sie so overpowered wurde. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt ist sie ja halt total OP. Ich weiß noch nicht mehr, ab wann. Habe ich gerade nicht alle getroffen gehabt? War eben, nee, ne? Anscheinend nicht. So. Ich frage mich, warum Luft hier eigentlich die ganze Zeit lang fliegt. Wir könnten jetzt erstmal den Heal-Zauber hochleveln. Ich glaube, das ist erstmal sinniger. Froster erreicht Level 4. Sehr nice. Das ist doch schon mal gut. Ja, das lässt sich abkürzen, das ist nicht so schlimm. Und würde ich sagen, grinden wir die letzten paar Minuten gerade noch so ein bisschen. Wollen wir nochmal den anderen Spell von dieser Laterne sehen. Was ist das? Energieschild? Okay. Was ist das? Lichtklinge. Na dann. Alter, ist er schön daneben gehauen. Gott, waren da jetzt zwei? Habe ich jetzt einen zu wenig angegriffen? Ich dachte schon. Dann muss ich mal schauen, wo ich effektiv Gold grinden kann für das Gear.
Das Gear, das war ja schon sehr, sehr nice. Das hat ja mehr als doppelt so viel Rüstung gegeben. Und mal schauen, wo man am besten Gold farmen kann, dass man sich das Gear noch zusammen kaufen kann. Schade, dass es hier nicht so irgendwelche so Kaktoren oder irgendwelche Mobs gibt oder so Goldmonster, die halt nur dafür ausgelegt sind, keine XP, aber für Gold zu geben. Dann machst du mal Lichtklingen nochmal. Laser. Oh, Alter, das hat reingehauen. Ich meine, für 8 Mana muss das Ding auch was können. Waffen müssten wir auch noch upgraden. Ich glaube, wir haben jetzt 2 Lanzen-Orbs gekriegt. Einen Bogen-Orb haben wir auf jeden Fall gekriegt. Ich glaube, einen Axt-Orb auch. Okay, wir sind leer. We are out of mana. Dann laufen wir doch erstmal hoch. Zum alten Mann. Speichern wir fix einmal ab. Alles nur, dass wir hier absolut keine Erfahrungspunkte wirklich mehr kriegen. Also aus dem Level, wo wir sind, da ist hier nichts mehr zu holen. Wäre natürlich nice, wenn man während des Spells-Levels halt zumindest auch noch ein paar XP machen würde. Und so, keine Ahnung, Richtung 40 oder sowas leveln. Ist es eigentlich Verschwendung, 3 Hasen anzucasten? Wahrscheinlich. Weil dann nehme ich mir ja selbst die Targets weg. Also Eat-Spells werden wahrscheinlich hier gepöter sein. Alter, 500 noch was Damage. Sehr gut. Hier ist Zauberlevel gestiegen. Elektra reicht Level 5. Wollten wir. Warte mal. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Wollen wir jetzt noch einen höher leveln? Ich mach jetzt gerade einfach mal. Level. Nee, 5 ist Maximum. Okay, das nehme ich erstmal. Okay, du bist leer. Alter, 8 Mana ist schon wild für ein Spell, ey. Animation ist aber irgendwie witzig, finde ich jedenfalls. Aichi erreicht Level 1? Hat die nicht schon gelevelt? Die hat man doch schon. Oder ist das jedes Mal, wenn die ein neues Upgrade hatte, dass sie dann wieder neu leveln musste? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Hier, Charles Levitt, die Waffen fürs. Ah, okay. Deswegen, ich habe mich schon gewundert. Apropos Peitsche. Her damit. Die ist im Moment eigentlich ganz praktisch. Ja, verstehe schon, was du meinst. Verstehe schon, was du meinst. Guti. So. Ist es überhaupt möglich, hier Level... Was ist Max Level? Ist es hier überhaupt möglich, Level 99 zu erreichen ohne Grind des Todes? Okay, der Schaden ist echt bad von dem Feuer hier. Schon etwas, aber später geht's ganz gut, okay. Okay, das Zauberlevel ist gestiegen. Besuch, du erreicht Level 4. Nice. Ist ja auch schon mal auf Level 4. Weil ich hatte ja schon 99, alles gut. Irgendwann muss ich mal zu diesem Kater ins Hideout hingehen und Honig holen. Denn nur bei dem Kater gibt's Honig. Und Honig ist halt absoluter Superjoker. Den würde ich mir irgendwann gerne mal wieder auf Vorrat kaufen. Müssen nur mal schauen, wo er sein Versteck hatte. Die Musik ist toll, ne? Ja, finde ich auch. Hat der Spell gerade nicht getroffen und haben wir die Zahl nur nicht gesehen, weil der Baum davor war. Wahrscheinlich letzteres. Inferno, das krasseste viermal. Krasseste viermal, dann ist das Mana wieder leer, Alter. Boah. Oh, Laterne erreicht Level 1. Nice. So, dann werden wir jetzt aber ein letztes Mal zu dem alten Knacker rübergehen, ihr Lieben. Schon speichern? Ja, wollen wir. Hey, Carlos. Grüß dich. Oh ja, Mana. Ja. Aber leider mache ich jetzt gerade Feierabend, mein Lieber.
Muss morgen leider wieder früh raus ins Bett. Früh raus arbeiten. Früh raus ins Bett. Ich muss früh ins Bett. Ich bin schon gar nicht mehr richtig da, ja. Muss leider früh raus, weil, ja, morgen wieder arbeiten und so, ihr Lieben. Aber ich wünsche dir trotzdem einen wunderschönen Abend, mein Lieber. Auch mal, dann muss man schlafen, das ist richtig. Schön, dass du noch reinschaust. Freut mich riesig. Danke dir. Ich schaue jetzt mal gerade, wo ich euch denn noch rüberschmeißen kann. Vicky waren wir letztes Mal, ne? Ich glaube, wir gehen zum Katka. Da ist Spiel Satisfactory. Sonst wüsste ich gerade nichts. Ja, ne, alles gut. Macht der noch? Ah, der streamt schon 5,5 Stunden. Der hat da auch. Oh! Macht er noch ein bisschen? Dann gehen wir zum Spotty rüber. Macht er noch? Bin gleich wieder da. Ah! Nicht echt jetzt. Er ist gerade in der Werbung oder was? So ein Quatsch. Ja. Habt ihr sonst noch irgendjemanden retromäßig, wo es einigermaßen passen würde? Wenn ja, geh mal zur Not. Was heißt zur Not? Das klingt auch immer ein bisschen blöd. Zur Not. Schon wieder zur Not gesagt. Du guckst mal. Retro-Sebo, ja, ich weiß. Retro-Sebo habe ich schon geschaut, aber ich will mich bei Dragon Quest nicht spoilern. Das ist mein Problem. Ich will mich bei Dragon Quest nicht spoilern. Das will ich ja selbst noch spielen. Sonst wäre ich da hingegangen. Wir spielen leider im Moment Dragon Quest und da möchte ich ungern irgendwie mir was verraten, weil ich kenne die Serie halt absolut gar nicht. Also Dragon Quest ist für mich ein komplett schwarzes Loch. Also habe ich überhaupt keine Ahnung. Sonst noch Magic? Ja. Ich meine, ja, spiele es gerne, aber ich schaue da irgendwie nicht so gerne. Visions of Mana? Nein. Visions of Mana würde ich selber gerne noch spielen irgendwann. Da will ich mich auch nicht spoilern. Das ist halt ein bisschen schwierig. Da muss ich flitzen. Ja, ich auch. Ich auch. Oder bei der Eule waren wir gestern erst, ne? Ne, gestern habe ich nicht gedingst. Der spielt Yakuza. Ach, willst du was? Wir gehen zur Eule. Oh. Oh, herrlich. Hey, Sebo, mein Lieber. Oh, ich wollte dich gerade eventuell raiden. Sehr schön, das hat ja super geklappt. Ich bin gerade selbst nach einem Raid am Schauen. Hi, wie geht's euch? Schön, dass ihr... Oh, Vampire the Masquerade, absolutes Superspiel. Absolutes Superspiel. Ich habe es so geliebt, Vampire the Masquerade. Ah, geiles Spiel. Ich hoffe, die verkacken den neuen Teil nicht. Da werde ich richtig böse. Oh, ja. Jetzt, nein, ich muss ich nicht. Nein, ich bin gerade selbst. Ja, mal abwarten. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, komm. Dann raiden wir die Eule. Bist jetzt als VTuber unter... Nein, eigentlich nur, weil es so warm ist. Ja? Jetzt, wo es wieder kühler ist, ich denke mal, morgen, übermorgen werde ich die Cam wieder anschmeißen. Was für eine Eule. Die Tiki-Owl. So, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal den Raid an. Lasst dem lieben Tiki ein bisschen Liebe da. Das ist ein richtig, richtig toller Typ. Super Stimme auf jeden Fall. Danke, Scarafass, für den Follow. Vielen, 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 vielen lieben Dank.
Freut mich riesig und guten Abend. Hi, Crazy Night Owl. Eulen sind super. Ich liebe Eulen. Meine Frau liebt auch Eulen. Ganz ehrlich, Eulen sind so tolle Tiere. Schade, dass man, dass die alle geschützt sind und so weiter und so fort. Ja, die auch für den Follow einen lieben, lieben Dank, Crazy Night Owl. Ja, dann let's go. Ja, ihr Lieben. Also, ich danke euch allen fürs Zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank für die Follows, den Raid und so weiter. Aber ich muss leider echt Feierabend machen für heute, meine Lieben. Es tut mir riesig leid. Also, ich bin für heute Abend raus. Macht's gut. Schlaf gut. Die Woche wird ja jetzt nur noch kürzer. Ja, also, ne? Macht's gut. Bis dann und... Ciao, ciao.